Die rote Mauerbiene ist eine der häufigsten Wildbienen. Sie ist sehr pelzig behaart. Sie benutzt Lehm, den sie zu Mörtel verarbeitet und als Baumaterial für ihre Nisthöhle verwendet. Das Weibchen besitzt an der Stirn zwei deutliche Hörnchen, die dem Männchen fehlen. Das Männchen ist kleiner als das Weibchen, in diesem Fall von vielen Milben besetzt, die sich auch auf das Weibchen übertragen.